Ja, herzlich willkommen zurück. Ich unterbreche nur ganz ungern die Kaffeepause, zumal wir gesagt haben, ist so laut hier irgendwie gerade, sehr laut, zumal wir gesagt haben, wir wollen die Kommunikation und den Austausch fördern, aber ich verspreche Ihnen, Sie haben noch später ausreichend Gelegenheit dafür. Wir haben es ja schon angekündigt, nachdem wir jetzt uns über die strukturellen Herausforderungen, Chancen dieser Learning Cities ausgetauscht haben, wollen wir jetzt einmal konkret gucken, wie kann denn das funktionieren, welche Akteure sind das, wie machen sie das und wie gestalten sie solche Art des anderen und neuen Lernens. Und deswegen haben wir 5 Beispiele eingeladen aus Hamburg, aber auch außerhalb, die uns einmal davon berichten werden, wie sie solche Art des Lernens gestalten. Und ich freue mich sehr, dass wir gleich mit einem besonderen Beispiel starten, nämlich ein Beispiel, das ich heute Morgen schon miterleben durfte, nämlich mit der Sensebox. Was das ist, wird uns Dr. Thomas Bartoschek gleich berichten. Aber ich kann schon vorab verraten, Schüler im Schülerforschungszentrum haben das heute Morgen schon ausprobiert und haben sich mit dem in Hamburg auch derzeit beliebten Thema Feinstaub beschäftigt. Sie haben gemessen und programmiert, gemessen, ausgewertet, also all das, was wir uns auch zu digitaler Kompetenz dazu gehört und Anwendungskompetenz. Und wie das genau funktioniert, was das Besondere daran ist und auch der Mehrwert von einem solchen Projekt, das wird uns Dr. Thomas Bartoschek von der Sensebox berichten. Herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank für die Einleitung. Ich schaue mal kurz, ob das hier funktioniert. Da haben wir es, ja. Genau, vielen Dank. Wir waren heute schon unterwegs im Schülerforschungszentrum mit einer Gruppe Schülerinnen und Schüler, die eben die Sensebox ausprobieren durften. Es geht dabei, ja, wie um vieles heute, digitale Bildung und ein Thema, das heute noch nicht erwähnt wurde, ist Citizen Science. Da komme ich gleich noch zu und möchte mit einem kleinen Zitat beginnen, das in der Form und ähnlichen Form öfters gebracht wurde bereits von Herrn Trump, aber auch anderen wichtigen Personen, über den Klimawandel zum Beispiel, dass er eben gar nicht existiert, und es gibt sicherlich sehr viele andere Themen, die wir manchmal glauben, sie wären wissenschaftlich bereits belegt und auch eindeutig, trotzdem gibt es viele auch wichtige Personen, die anderer Meinung sind, und das ist ein Problem natürlich. Ja. Ein anderes Problem, das ich mitgebracht habe, und da nehme ich explizit gerade nicht das Beispiel Hamburg, um hier nicht ins Fettnäpfchen zu treten, erstmal vielleicht, ist aus einer anderen Großstadt, die 10-mal so groß ist ungefähr, das ist ein Foto aus Sao Paulo, wo an jeder Ecke, an allen Straßen solche Säulen stehen mit der Uhrzeit und Temperatur und daneben so ein kleiner Balken, der eingefärbt ist und da steht Arbor für gute Luft. Und der soll anzeigen, abhängig von der Farbe, ob es grün, rot, gelb ist, wie gut gerade die Luft ist. Und ich war verwundert in Sao Paulo. Ich war dort eine Zeit, die Luft war immer super an diesen Säulen. Man steht im Stau, es gibt irgendwie 30 Millionen Autos und die Luft ist immer super. Und wenn man dann schaut, sich ein bisschen anfängt zu recherchieren, wie das kommt und woher die Daten kommen und so eine Plattform findet, eben in der Karte der Messstationen und die über eine Zeit beobachtet und die sind halt immer grün, immer gute Luft in Sao Paulo, dann fragt man sich auch warum, versucht zu recherchieren. Eine ähnliche Karte gibt es übrigens auch von Hamburg, von den Messstationen in Hamburg, die sind nicht immer grün, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber trotzdem ist es spannend, das zu sehen, dass hier ein Index für Luftqualität, den gibt es in Hamburg eben auch, entwickelt wird und der zwar einerseits zugänglich ist, man findet die Sachen, aber die Daten zu verstehen und dahinter zu kommen, wie dieser Index aufgebaut ist und dass er in Sao Paulo eben entsprechend so aufgebaut ist, dass eigentlich immer gute Luft ist, egal was passiert, das ist schwierig herauszufinden und dafür braucht man digitale Kompetenzen und ja, entsprechende digitale Mündigkeit. Und um an diese Stelle zu kommen, da gibt es verschiedene Lösungen und eine davon ist eben dieser Bereich Citizen Science. Und das ist eben die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern am wissenschaftlichen Prozess. Hier ganz klar im Kontext Umweltmonitoring, gibt es auch in anderen Bereichen, Biodiversitätsforschung und anderes, aber hier das Thema Umweltmonitoring nach dem Prinzip, ja, ich beobachte erstmal, um zu verstehen, um dann vielleicht zu handeln. Und das im Kontext der Sensebox ganz eng zusammengebracht mit digitaler Bildung. Denn um eben ja, beobachten zu können, Umweltphänomene, nicht nur mit bloßem Auge, braucht man auch digitale Werkzeuge und das Verständnis, mit diesen umzugehen. Und wenn man beobachtet hat, auch ein Verständnis, um mit den Daten eben entsprechend umzugehen.
Da ist noch ein anderes Zitat hier von einem Tweet, das das genau aufzeigt. Citizens without data have an opinion, citizens with data have evidence. Und da so ein bisschen so den Konterpunkt zu Herrn Trump zu finden, ja, jeder ist eigentlich fähig, die eigenen Daten zu erfassen, um eben zum Beispiel Klimawandel über einen bestimmten Zeitraum nachzuweisen. Und hier ist auch ganz zentral, dass solche Daten auch offen sind, dass man auf diese Daten zugreifen kann und sie nicht versteckt sind und nicht vielleicht auch hinter Indizes oder Ähnlichem getarnt sind, wenn man so will. Das Ganze ist eine Form von Empowerment, dafür gibt es kein schönes deutsches Wort, Befähigung, Bekräftigung der Bürgerinnen und Bürger und eben auch aller Bürgerinnen und Bürger, der Jüngsten eben auch. Und um das Ganze umzusetzen, haben wir uns eben die Sensebox ausgedacht. Vor ein paar Jahren entstanden ist sie am Institut für Geoinformatik der Uni Münster, wo ich herkomme. Und das ist eben unser Do-it-yourself-Toolkit für Citizen Science. Ja. Wir haben damit letztes Jahr diesen CeBIT Innovation Award gewonnen. Sie sehen das hier so ein bisschen haptisch, kann sich jeder auch mal genau anschauen, was in dieser Kiste drinsteckt. Ich möchte die mal nicht aufmachen an der Stelle, aber Ihnen zeigen, zumindest ein paar Bildchen davon. Das Konzept dahinter ist tatsächlich Do-it-yourself. Und da möchte ich nochmal zurückgreifen auf die Eröffnung von Herrn Dittmer und sagen, ja, das ist eben keine Blackbox. Hier kann man jede Komponente in die Hand nehmen, herausfinden, was das für ein Sensor ist, wie dieser funktioniert, wie der Code dahinter ist und man baut das Ganze selbst zusammen, entwickelt ein Verständnis auch für die Technik dahinter. Da sind also Sensoren drin für verschiedene Umweltphänomene, von Wetterthemen, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, lichtbasierte Themen, aber eben auch Themen wie Feinstaub und anderes. Das Ganze gibt es eben auch in der Variante für Schulen, für den Bildungsbereich, die Sensebox Edu, die dieser Kasten hier ist, wo eben so ein Mikrocontroller, ein Kleinstcomputer ist, den Sie da oben sehen und die Sensoren und viele einzelne Bauteile, mit denen das Ganze dann verbunden wird. Und spannend ganz unten eine Möglichkeit, das Ganze mit dem Internet zu verbinden und die Daten eben nicht nur zu erheben und bei sich zu halten, sondern zu veröffentlichen als offene Daten. Das ist das Zentrale hier. Dafür haben wir eine eigene visuelle Programmierumgebung entwickelt, basierend auf auch offenen Schnittstellen. Blockly heißt die. Und damit kann man eben ab der, sage ich mal, Sekundarstufe, ab der weiterführenden Schule, ohne Vorerfahrung im Programmieren, sich sein eigenes Messwerkzeug zusammenbauen. Was Sie da sehen, das habe ich ganz eben live hier reinkopiert, kurz vorher, ist der Code, den die Schülerinnen und Schüler heute, die noch nie damit gearbeitet haben, keine Programmiererfahrung hatten, gebaut haben, um ein Messwerkzeug für Feinstaub, Temperatur und Luftfeuchte zu entwickeln und das auszuprobieren. Das alles innerhalb von einer Stunde. Das Ganze ist dann noch mit Materialien versehen. Offene Open Education Resources ist dann natürlich das Stichwort, die eben für Lehrkräfte zur Verfügung stehen und die direkt Schülerinnen und Schüler einsetzen können, um die Werkzeuge zu bauen. Ein kleines Beispiel von so einer Feinstaub- bzw. hier auch ein Verkehrszähler, der ja eng damit zusammenhängt, der kurz am Tisch gebaut werden kann und dann tatsächlich draußen ausprobiert. Und das ist auch fast live ein Foto von heute Morgen, wie zwei Schülerinnen auf der Grindelstraße entsprechend Feinstaub messen und da die Daten aufnehmen und live ins Internet übertragen. Ja, das Ganze, wie schon gesagt, alles open. Open Science ist ja das Stichwort. Wir verstehen das Ganze als zentralen Punkt, Open Source Software, Open Source Hardware, also Open Hardware anzubieten und dass die Daten eben offen sind und für alle Zwecke. Und Daten ist so das Stichwort, wo gehen die Daten eigentlich dann hin, wenn man die Daten entsprechend erfasst. Dafür gibt es die Open Sense Map, eine Plattform eben für diese Messdaten, die gerade 1 Milliarde Messpunkte durchbrochen hat. Das heißt, da haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viele Messungen gesammelt, beziehungsweise Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler haben diese gesammelt. Und das ist eben nicht nur auf Deutschland beschränkt, ein bisschen weiter Europa globaler. Also wir sind hier noch nicht beim Regionalen, da komme ich gleich noch hin. Hier mal ein Beispiel und jetzt mache ich doch mal ein lokales Beispiel hier aus Hamburg. Das ist, rechts sehen Sie die Anzeige für Feinstaubwerte der Sensebox auf der Hafen City Universität und da die starken Ausschläge, die die Wissenschaftler dort zusammen angepasst haben bzw. verglichen haben mit dem Schiffsverkehr im Hafen, mit den Kreuzfahrtschiffen. Und die großen Ausschläge vom Feinstaub kann man da sehr, sehr genau herausfinden und eben identifizieren. Das Ganze geht auch mobil, das heißt, man kann das Ding mit einem GPS-Sensor verbinden und sieht entsprechend die Punkte, auch wo sie dann erfasst wurden und ein bisschen in der Plattform spielen und solche Visualisierungen machen, wie zum Beispiel eine Darstellung, wo es in der Stadt wärmer oder wo bessere oder schlechtere Luft ist zurzeit.
Wie gesagt, knapp 2000 Boxen aktuell auf der OpenSense mit über 1 Million Messungen und ungefähr 60% davon sind live. Das heißt, die übertragen dauernd. Die alten, die vielleicht jemand abgeschaltet hat oder die wegen eines abgeschlossenen Unterrichtsprojektes nicht mehr online sind, die Daten sind natürlich alle da, aber live haben wir 60%, was sehr, sehr viel ist für vergleichbare Projekte. Und Sie sehen da ja, diesen Fokus ein bisschen auf Deutschland, der ist aufgrund einer Förderung vom BMBF auch gegeben schon mal, dass da das meiste ist, aber das sind eben nicht nur Bürgerinnen und Bürger, nicht nur Schülerinnen und Schüler und da sind wir auch bei den Nutzern, wer nutzt sowas eigentlich, da sind auch ganz spannende andere Gruppen und da sind wir bei den dritten Orten, also da sind auch Museen dabei, da sind auch Jugendeinrichtungen dabei, auch eben Nutzerinnen und Nutzer, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Und das ist ein Beispiel für so eine ganz klare regionale Kooperation und regionalen Einsatz dieses Werkzeuges im Raum Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis. Mit wem machen wir das Ganze da vor Ort? Eben mit der Telekom-Stiftung, die mit uns zusammen entsprechend Schulen und Jugendeinrichtungen in der Region identifiziert hat, die Interesse haben, teilzunehmen an einem Messnetzwerk, das eben in diesem Kontext einerseits der Umweltdatenerfassung, aber auch des Lernens der digitalen Bildung entsprechend ausgestattet werden zurzeit und dahingehend eben ja, Fortbildung bekommen und eben ein Einsatz gewährleistet wird. Der Herr Schlaab von der Telekom-Stiftung ist auch hier im Raum. Wer Interesse hat, mal mehr darüber zu hören, kann ihn gern ansprechen. Genau, und zum Abschluss, wie kommt das jetzt mit dem Thema Stadt, dem räumlichen, regionalen zusammen? Also einerseits dieser Aspekt Scientific Literacy, diese Vertrauen in Wissenschaft, das manchmal fehlt, das wollen wir halt nicht und hoffen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, ein Werkzeug zu haben, das Datenerfassung und Analyse ermöglicht. Wir haben diesen Aspekt des digitalen Computational Literacy, das da überschneidend ist und eben nicht in dem klassischen Computerraum, wie man ihn vielleicht noch kennt und wie er in vielen Schulen auch noch vorhanden ist. Und das ist das Spannende, das Regionale hier, Spatial Literacy, also das Räumliche zu verstehen. Und das ist eben da gerade möglich, wenn man an vielen Punkten Missdaten räumlich verteilt hat und Verständnis aufbaut über eben solche Prozesse, raumzeitliche Prozesse. Ja, der Kontext Zukunftsstadt kommt da auch häufig in dem Wissenschaftsjahr, wurden wir damals auch, haben wir auch teilgenommen. Und zum Abschluss, wir sehen hier digitale Bildung in dem Kontext tatsächlich als Werkzeug, als Methode und Beschleuniger für Citizen Science, eine sehr zentrale Frage eben und die Teilhabe, Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in den Prozess, aber genauso andersrum. Citizen Science eben auch als Motivator, als Beschleuniger für digitale Bildung und hoffen, dass die Sensebox da gerade in solchen regionalen Projekten eben ihre Macht entfaltet. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Bartoszek. Eine ganz kurze Nachfrage habe ich. Die Daten sind offen. Ja. Werden die auch von Kommunen schon genutzt? Also ist das sozusagen auf der anderen Seite auch schon angekommen, dass da eine Ressource ist? Das ist angekommen. Also es gibt durchaus Kommunen, die in diesem Bereich aktiv sind, kleinere Kommunen, die selbst quasi einerseits für das Rathaus oder wie auch immer so eine Sensebox angeschafft haben, die dann Daten aufnimmt, weil vor Ort zum Beispiel vom Land entsprechend nicht Feinstaub oder Ähnliches gemessen wird. Das heißt, das gibt es, nur um die Daten des eigenen Standortes zu haben, aber eben auch Daten von anderen. Ja? Das heißt, ja. Die sind alle offen und die Daten werden genutzt. Wir können manchmal gar nicht sagen, von wem. Wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Zugriffe auf die Daten. Das ist aber auch anonym möglich. Das heißt, wir erfahren dann manchmal mal, uns spricht jemand an, ein Wissenschaftler aus Bayreuth oder eben eine Kommune, spannende Daten, damit konnten wir dieses oder jenes machen. Das ist also sehr schön zu sehen. Toll, also wirklich reziprok. Ja. Prima. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, gerne. Herr Bartoszek. So. Ja, an dem Beispiel, wir haben das Bild von den beiden Schülerinnen hier auf der Verkehrsinsel gesehen, haben wir schon gesehen, wie das ist, wenn Schülerinnen und Schüler mal so das Klassenzimmer verlassen und rausgehen in die Stadt. Auch die drei, die wir jetzt gleich auf die Bühne hier holen, haben zumindest zeitweise diese gewohnten Bahnen des schulischen Lernens verlassen und tatsächlich neben ihrer Abi-Vorbereitung, zumindest zwei von euch, ein ziemlich großes Projekt gestemmt. Sie sind Mitglieder des Schülerbeirats der Initiative NAT und haben gemeinsam mit anderen, mit einer größeren Gruppe, einen Schülerkongress zum Thema Zukunftstechnologien organisiert, hier vor wenigen Wochen an der TU in Hamburg. Dazu werden wir gleich noch eine Menge erfahren. Vorab noch mal kurz zum Hintergrund. Was
Wer ist die Initiative NAT? Einmal muss ich der Form halber dazu sagen, der sind wir sehr eng verbunden, die unterstützen und begleiten wir als Körperstiftung seit vielen Jahren in einer sehr schönen Partnerschaft. Inhaltlich hat sich die Initiative zum Ziel gesetzt, Jugendliche, auch insbesondere Mädchen, für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Sie wird dabei, das ist jetzt im letzten Jahr entstanden, auch zukünftig gerade die digitalen Technologien, die Zukunftstechnologien noch stärker in den Blick nehmen. Und wie macht sie das? Vor allen Dingen durch Praxis. Also die Initiative stiftet Kooperationen zwischen Schulen, Hochschulen und Unternehmenspartnern, um wirklich anschaulich zu machen, was für spannende Anwendungsfälle es in diesen MINT-Feldern gibt und welche Studiengänge und Berufe da auch warten. Wer mehr wissen will, Sabine Fernor, die Geschäftsführerin, ist auch hier und erzählt bestimmt gerne noch ein bisschen was. Sie hatte auch vor, ich glaube, 3-4 Jahren war es, die Idee, diesen Schülerbeirat zu gründen. Sie hat gesagt, wir machen da ständig was für Schülerinnen und Schüler, warum binden wir sie nicht ein, auch das Programm weiterzuentwickeln? Und dann kam eben auch noch das Projekt Schülerkongress dazu. Ich freue mich also sehr, es war ja viel schon die Rede davon, dass wir uns verjüngen müssen in der Debatte, dass wir auch die Schülerinnen und Schüler stärker einbinden wollen als Mitgestalterinnen und Mitgestalter. Und 3 davon haben wir heute hier. Kommt bitte zu mir auf die Bühne. Jenny, Johanna und Jösse von der Initiative NRT. So, ihr dürft euch natürlich gerne hinsetzen und es euch bequem machen. Vorab noch mal kurz, 2 von euch haben jetzt gerade, glaube ich, Abi gemacht, ne? Ja. Ja. Und ist es in der Tasche? Kann man gratulieren? Oder? Ja. Sehr schön. Ein großer. Super. Ja, vorab noch mal, ich glaube, wir haben auch so eine wunderschöne Bilderschleife, die wir jetzt hier im Hintergrund zeigen können. Und vor diesem Hintergrund kannst du Jas vielleicht einfach mal erzählen, was ist der Schülerkongress? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Ja, vielleicht ganz einfach gesagt, Schülerkongress besteht ja schon aus 2 Worten, Schüler und Kongress. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, einfach zum Schüler gesagt, ja gut, es sind Schüler, die den vorbereiten. Man sieht das hier im Hintergrund, das sind die hier mit den schicken T-Shirts sitzen, da in dem Moment gerade die Anmeldung gemacht haben. Und wir sind dieses Jahr 17 Schüler gewesen aus der Oberstufe von 9 verschiedenen Schulen letztendlich und haben einen Kongress auf die Beine gestellt. Und den Kongress kennt man eigentlich, muss ich nicht groß erklären. Was heißt das? Was haben wir gemacht? Wir teilen uns in 2 Gruppen auf, einmal Marketing, einmal Programm. Das heißt, Programm sorgt dafür, dass wir auch gewisse Forscher haben, dass wir da auch Themen haben, die wir besprechen können, dass diese Forscher entsprechend anmoderiert werden, dass alles da zur Verfügung steht. Marketing sorgt dann auf der anderen Seite natürlich dafür, dass wir Werbung haben, dass da genug Schüler hinkommen. Ich meine, die letzten Jahre waren 400 bis 600 Schüler da, haben uns besucht von den unterschiedlichsten Schulen. Also das war schon ein tolles Erlebnis, ja. Großartig. Du hast ja auch eure Aufgaben schon ein bisschen beschrieben. Wie war das denn konkret für euch, da jetzt ja mit einer ganz anderen Institution zu tun zu haben, nämlich mit den Hochschulen, mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Da können natürlich auch deine Kolleginnen gerne auch was dazu sagen. Okay. Du darfst auch weitermachen. Ja, dann mache ich weiter. Ich glaube, ich führe einfach den Vergleich an Schule. Wir waren alle in der Schule und deswegen kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Was ist besonders daran, mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten? Lehrer, muss man sagen, sie müssen alles können, aber sie können nicht alles detailliert. Und Wissenschaftler haben einfach die Angewohnheit, alles zu wissen. Das ist ja so. Und sie sind ja spezialisiert auf ihren Bereich, sie leben für diesen Bereich und gerade diese Freude, die sie eigentlich auch haben, die übermitteln sie auch und man kann jede kleine Frage loswerden. Das ist eigentlich das Besondere, mit Wissenschaftlern letztendlich zusammenzuarbeiten. Also das ist tatsächlich gelungen, diesen Funken, die Begeisterung überspringen zu lassen. Ja. Willst du das noch ergänzen? Ja, ich kann jetzt nur zustimmen. Mir ging das auch so.
Was besonders war halt, dass wir im direkten Kontakt zu den Wissenschaftlern standen und wir waren ja quasi auch die Betreuer der Referenten und somit hatten wir natürlich die Gelegenheit, direkt unsere Fragen loszuwerden und das ist halt eine einmalige Chance, die sich da uns geboten hat. Und zum Beispiel für mich besonders, also was für mich besonders spannend war, dass letztes Jahr beim Klimakongress war der Klimaforscher Mujib Latif auch da und das war natürlich schon fast eine Prominenz in dem Bereich, genau. Ja, tatsächlich, den kennt man ja aus Funk und Fernsehen. Das ist ja nun auch wirklich was anderes. Ihr habt da an einem echten Projekt gearbeitet. Also am Ende ging es nicht darum, kriege ich eine gute Note, weil ich gut gelernt habe, wird es eine 2, eine 3 oder besser oder schlechter, sondern klappt das mit diesem Kongress, ja oder nein, kommen genug Schülerinnen und Schüler? Wie war das für euch, so in so einer Echtsituation zu arbeiten und was waren da so die für euch eindrücklichsten Erfahrungen? Ja, vor allem, also ich finde erstmal, dass es für einige vielleicht absurd klingt, dass Schüler etwas machen, wenn es mal nicht um Noten oder Geld geht. Aber wenn man sich das habe ich nicht gesagt. Aber ich finde, wenn man an etwas Spaß hat, dann hängt man sich da auch richtig rein. Und ich finde da... Ich weiß nicht, verstehen Sie alle, sonst also, nimmst du das Mikro am besten ein bisschen näher ran. Geht genau. Das so? Super, ja. Ja, okay, gut. Sehr gut. Dann findet man auch Gefallen daran. Und ja, klar, man hat da so einen gewissen Druck. Da spielt ja eine große Verantwortung mit. Ich meine, wir müssen etwas auf die Beine stellen für ungefähr 500 Schüler. Und die sollen ja auch da was mitnehmen raus. Ich finde aber trotzdem, dass das für mich persönlich jetzt eine sehr tolle Erfahrung war und auch eine sehr gute Ergänzung zum normalen Unterricht in der Schule, weil man viel mehr fürs Leben auch gelernt hat. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass ich sehr gut organisieren kann und planen kann, dass ich gut im Team arbeiten kann und der Kongress hat mir dadurch, dass wir auch moderieren mussten, Selbstbewusstsein gegeben. Sonst wäre ich heute zum Beispiel auch gar nicht hier. Das freut uns sehr. Ja, was ich vor allem sehr faszinierend fand, war einfach, dass wir mal von dieser passiven Schülerrolle wechseln konnten in ein aktives Mitglied vom Schülerbeirat. Dass wir wirklich selbstständig arbeiten konnten. Kein Lehrer hat uns irgendein Thema vorgegeben. Wir selber haben uns ausgesucht, was uns interessiert, was uns wichtig ist und was wir unseren Mitschülern mitgeben wollen. Vielen Dank. Das ist ja eine ganze Menge. Mich würde noch mal interessieren, ihr habt ja nicht nur euch so ein großes Projekt vorgenommen, sondern ihr habt euch auch ein ganz bestimmtes Thema ausgesucht. Auch das habt ihr ja entwickelt im Schülerbeirat. Und warum ist es gerade das Thema Zukunftstechnologien geworden, das ja ganz eng verknüpft ist? Also ich habe ja das Programm gesehen, war auch da, überall war Digitalisierung drin. Warum ist das für euch so spannend? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Ja, also gute Frage. Warum Zukunftstechnologien? Ich verbinde mit Zukunft ganz persönlich einfach, dass wir eine gewisse Lebensqualität erreichen. Das ist ja immer, man will in der Zukunft immer eine bessere Lebensqualität haben. Wir wollen immer bessere Umweltbedingungen haben. Und jetzt ist es so, hier in diesem Raum sind zwei Generationen. Ich würde mal sagen, eine Generation sitzt hier vorne und die zweitjüngste Generation in diesem Raum, die beginnt mit etwas und es ist die jüngere Generation in diesem Raum, die es zu Ende bringen muss. Und deswegen dieser Schülerkongress letztendlich. Wir sind Schüler, wir müssen daran geführt werden an unsere Zukunft, wie wir die weiterführen, was wir machen wollen. Und es muss die Begeisterung letztendlich überbracht werden, dass wir uns auch damit beschäftigen und ja, das letztendlich weiterführen. Magst du auch noch mal ergänzen, was waren so aus deiner Sicht die wichtigsten Erfahrungen, die du persönlich und ihr als Gruppe mitgenommen habt? Was hat besonders gut geklappt? Was waren aber vielleicht auch Herausforderungen, die ihr meistern musstet? Und wir haben es schon gehört, an denen ihr wahrscheinlich auch gewachsen seid. Genau, ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass wir über uns hinausgewachsen sind. Also ich würde sagen, als wir mit dem ganzen Projekt angefangen haben, hätten wir jetzt quasi nicht damit gerechnet, dass wir quasi sowas auf die Beine stellen. Und wir waren jetzt, glaube ich, auch alle 2 Jahre dabei beim Kongress und sieht man ja, dass es uns gut gefallen hat. Und ja, eine besondere Herausforderung war natürlich der enge Kontakt zu den Wissenschaftlern einerseits.
Und dann zum anderen halt, dass man auch Verantwortung übernommen hat, quasi den ganzen Kongress und die Organisation mitzutragen und letztendlich auch zu sehen, dass es ein voller Erfolg war, beide Kongresse, und dass wir da alle unseren Teil zu beigetragen haben. Und dann noch ein anderer Punkt war, dass für mich persönlich war es eine tolle Erfahrung zu sehen, dass große Herausforderungen einem letztendlich auch Spaß bringen können. Mhm. Zum Beispiel war das bei mir so, dass ich letztes Jahr mit einem anderen aus dem Beirat die Anmoderation gemacht habe vor fast 700 Leuten. Und ich habe mich eigentlich nicht freiwillig dazu gemeldet, aber ich habe es dann gemacht. Und ich muss sagen, das war wirklich toll und hat mir wirklich viel mitgegeben. Und ich glaube, ich hätte mich nicht freiwillig dazu gemeldet und bin aber froh, dass ich es gemacht habe. Genau. Das ist ja fast ein überschaubares Kaffeekränzchen heute für dich in dieser Runde. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage, gerne auch an euch alle. Ihr habt ja gesehen, hier sind ganz viele Leute aus der Bildungspraxis, die ein Stück weit das auch mitgestalten und mitentscheiden können. Was würdet ihr euch denn wünschen von Schule, von euren Lehrerinnen und Lehrern, was vielleicht anders sein könnte? Gibt es vielleicht Elemente, von denen ihr sagt, ach, das könnte man doch in Schule auch machen? Also für mich ist vor allem wichtig, dass Schüler mehr einbezogen werden. Zum Beispiel in meiner Schule gab es ein Sommerfest. Es wurde vorgegeben, okay, jede Klasse bekommt ein Land. Dann wurde noch gesagt, die Klasse macht Trinken, die Klasse macht Essen. Die nächste sorgt für Spiele. Und ich finde, man kann das einfach viel besser aufteilen, dass die Schüler entscheiden, wie wollen wir das machen, welches Thema wollen wir haben. Vielleicht auch mal die Klassen aufteilen, dass es nicht einfach nach Klassen alles getrennt ist. Einfach, dass wir da mehr Einfluss drauf haben und das so gestalten können, wie wir es auch haben wollen. Das ist ein super schönes, sehr konkretes Beispiel. Habt ihr noch andere Ideen und Wünsche? Ja, also ich muss persönlich sagen, an der Schule ist schwer was zu ändern. Und zwar, dass der Nachteil an der Schule, was der Vorteil von einem solchen Kongress letztendlich ist, ist einfach in der Schule, man lernt Grundlagen. Man lernt in Biologie, wie Synapsen funktionieren, man lernt in Physik irgendwelche Gesetze auswendig, aber letztendlich, was in der Schule so ein bisschen fehlt, ist diese Zukunftsperspektive. Was kann ich eigentlich damit anfangen, was ich gerade gelernt habe? Ich meine, bei manchen Sachen in Mathe weiß ich bis heute nicht, wozu ich die brauche. So E-Funktion, Kurvendiskussion, ich habe mein Abitur jetzt, ich hoffe, ich brauche das nie wieder. Aber was einfach wichtig ist, ist dieser Zukunftsblick. Was kann ich eigentlich mit dem, was ich gelernt habe, machen? Und deswegen ist, glaube ich, nicht was an die Schulen geht. Die Schulen geben uns die Grundlage mit, die uns das Leben sozusagen ein bisschen einfach machen soll, die den Weg ein bisschen ebnen soll. Aber ich glaube, dass gerade solche Kongresse allgemeine Sachen einfach dazu beitragen, dass wir auch diese Zukunftsperspektive beibehalten. Genau, ich kann da Jesse, also ich kann mich da anschließen. Ich finde, ich habe halt letztes Jahr Abi gemacht und ich muss sagen, ich habe auch Mathe-Abitur gemacht und ich habe wirklich fast alles vergessen, würde ich sagen. Und das finde ich halt so schade, weil wenn man jetzt anfängt, ich möchte jetzt halt zum Wintersemester anfangen zu studieren, dann müsste ich jetzt quasi wieder von vorne anfangen. Und wenn man den Schüler von vornherein mitgibt, so das und das könnt ihr jetzt noch nachher gebrauchen und wozu ist das gut, dann behält man sich das, also dann wird man auch auf langfristige Weise eher lernen und sich das lieber quasi aneignen, wenn man weiß, wozu das halt nützlich ist. Und ja, das hat oft gefehlt, würde ich sagen. Genau, und sonst würde ich auch mir wünschen, zum Beispiel bessere PCs, schnelleres Internet. Genau, und es gab auch mal so einen Vorschlag von einem Lehrer aus meiner Schule, dass man vielleicht so eine Plattform einrichten könnte für Schüler und Lehrer, wo die Schüler dann immer ihre Noten einblicken können und wie sie gerade aktuell stehen, also wie ihr Notenschnitt so ist und so weiter, weil man das ja ganz oft nicht weiß und dann kriegt man seine mündlichen Noten und dann hat man plötzlich 4 Punkte und man denkt sich so, ich habe mich doch eigentlich gemeldet, und wenn man das quasi immer aktuell hätte, dann würde man, glaube ich, da viel verbessern können. Genau, und dann noch zu den Lehrern, dass ich mir da sehr viel Bereitschaft wünsche, dass sie mitgehen mit der Digitalisierung und vielleicht den Vorsprung, den die Schüler jetzt schon haben im Umgang mit smarten Geräten, aufholen oder ja, verringern oder zumindest. Euch vielleicht mehr machen lassen. Das genau, wäre ja auch eine Möglichkeit. Genau. Ich finde, wir haben hier wirklich eine ganze große Bandbreite von guten Ideen bekommen, vom sehr kleinen praktischen Anregungen bis hin zu den großen Fragen, die ihr angesprochen habt.
ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, dass vieles davon angekommen ist. Und schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. So, hier geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter. Jetzt waren wir im Bereich Schule und Hochschule und jetzt kommen wir zu einer Institution, die wir wirklich alle kennen. Bibliotheken, Stadtbüchereien bis hin zu den fahrenden Bücherbussen, mit denen ich groß geworden bin in meiner kleinen Gemeinde. In Hamburg nennen wir sie Bücherhallen. Und übrigens, meine Historikerin-Kollegin hat herausgefunden, 1899 in der Hamburger Neustadt von der Patriotischen Gesellschaft gegründet. Und das war, glaube ich, sehr, sehr früh. Ich weiß gar nicht, die ersten in Deutschland. Also eine altehrwürdige Institution in der Stadt und nicht nur aus diesem Grund eine mit hohem Ansehen. Wir beobachten, in der Gegenwart wandeln sich Bücherhallen hier in Hamburg, ich glaube auch andernorts, immer mehr zu dritten Orten für das Lernen, gerade auch das Lernen im digitalen Zeitalter. Und ich freue mich sehr, dass Frauke Untied von den Hamburger Bücherhallen da ist, um uns ein bisschen zu berichten, wie das konkret hier in Hamburg läuft. Sie ist Diplom-Bibliothekarin, leitet in den Hamburger öffentlichen Bücherhallen den Bereich Zentral. Das ist jetzt erstmal sehr allgemein, vielleicht sagen Sie da gleich noch was zu. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Bericht von den Hamburger Bücherhallen. Bitte schön. Ja, fein. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, auch für die nette Einführung. Ich mache auch gerne weiter Werbung für das Ding, das ist super. Was ich Ihnen aus Hamburg berichten kann, das gilt eigentlich für ganz viele Bibliotheken, das ist überhaupt nicht singulär, vielleicht ist das bei uns etwas anders, weil wir auch einfach ein sehr großes Bibliothekssystem sind, nach München das zweitgrößte in Deutschland, Berlin ist da immer ein bisschen anders. Ich kann Sie nur dazu ermuntern, wenn Sie zurückgehen in den Ort, aus dem Sie gekommen sind, wenn er denn nicht Hamburg ist, besuchen Sie Ihre Stadtbibliothek einmal, fragen Sie nach Kooperationsmöglichkeiten, gucken Sie sich an, was die so machen, denn das, was Bibliothek vielleicht vor einigen Jahren noch war, das ist Bibliothek heute nicht mehr. Da hat sich wirklich einiges geändert und ich kann Ihnen nur empfehlen, mal hinzugucken, auch vielleicht ein kleiner Blick Richtung Stadtplanung. Bibliotheken brauchen Platz, das sind öffentliche Orte, dritte Orte, die für jeden zugänglich sind, die eine große Verfügbarkeit haben und die ganz viele verschiedene Menschen in der Stadt auch ansprechen können. Ja, ich leite bei den Bücherhallen Hamburg die Zentralbibliothek und die zentralen Bibliotheksdienste. Das sind alle internen Abteilungen. Wir haben einen Medienetat von 3,6 Millionen Euro im Jahr, den wir immer noch für Medien ausgeben. Mit Medien meinen wir Bücher, DVDs, CDs, damit meinen wir aber auch E-Learning-Kurse, damit meinen wir auch E-Medien, alles Mögliche, was man ausleihen kann, was man nutzen kann in einer Bibliothek. Wir haben seit dem letzten Jahr auch eine Bibliothek der Dinge, wo man Nähmaschinen, Objektive, Mikroskope glaube ich nicht, aber diverse Gimmicks ausleihen kann, um auch das mal auszuprobieren, was man sich vielleicht nicht unbedingt selber kaufen will, was man aber einfach mal in der Hand haben und ausprobieren will. Und in der Zentralbibliothek, das ist unser Flaggschiff am Hühnerposten, wenn Sie über den Bahnhof angereist sind, dann ist das der große Backsteinbau neben der Markthalle, gucken Sie mal vorbei. Da haben wir tatsächlich sehr viele verschiedene Dinge. Wir haben insgesamt über 1,5 Millionen Besucher im Jahr an allen Standorten, hier in der Stadt über 32 Standorte. Wir haben ungefähr 12.000 Veranstaltungen im Jahr und das ist die Diskussionsveranstaltung mit Korrektiv.org, Reporterfabrik, genauso wie das Bilderbuchkino für Krabbelkinder. Wir haben ungefähr 5,5 Millionen Ausleihen und alleine durch die Türen dieses Hauses, da gehen jeden Öffnungstag, montags bis samstags, ungefähr 3.500 bis 4.000 Menschen. Bibliothek, das ist nicht nur Bücher ausleihen. Ich hoffe, das ist bei Ihnen angekommen. Bei uns arbeiten auch in der Bibliothek, weil wir so viele verschiedene Dinge machen, mittlerweile eben nicht nur Bibliothekare, wie ich eine bin, sondern eben Medienpädagogen, Musikpädagogen. Wir haben auch viele Quereinsteiger, Kulturwissenschaftler. Wir haben andere Erwartungen, die die Menschen an uns stellen. Und das bedeutet eben auch, dass sich die Qualifikation der Mitarbeiter, die wir haben, verändern. Wir haben uns umstrukturiert, wir haben einen eigenen Vermittlungsbereich, der gleichberechtigt ist neben dem Lektorat, in dem die Medienbestände gesichtet werden und das zeigt sich eben auch
an den Veranstaltungen. Das ist jetzt ein Screenshot unserer Termine, nur Zentralbibliothek für die nächsten Tage. Im Moment läuft passend zur Buchmesse Georgien ist das Gastland in der Ausstellung 50 Women of Georgia, die sieht man bei uns im Eingangsbereich. Wir haben Vitrinenausstellungen, wir haben aber auch eine Fußball-Auftaktveranstaltung gehabt. Wir haben Lesungen zum Thema Fluchtpunkt Exil mit verschiedenen Migranten, die in Hamburg zu Hause sind und Texte verfasst haben. Es gibt eine Kooperation mit dem Konfuzius-Institut. Insgesamt legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir in der Stadt breit vernetzt sind. Wir ermuntern alle unsere Standorte, sich wirklich breit aufzustellen und von der Musikschule bis zur Initiative Coding Menschen zu ermuntern, sich mit uns zusammenzuschließen. Damit die Leute gerne zu uns kommen, muss das auch nett bei uns aussehen. Das hier ist unsere neue Stadtteilbibliothek in Volksdorf. In Volksdorf haben wir im Februar die Bibliothek am alten Standort geschlossen und sie am neuen Standort Eulenkrückstraße aufgebaut. Wir haben da jetzt zwei verschiedene Workshop-Räume, weil wir feststellen, dass viele verschiedene Nutzergruppen das Haus gleichzeitig nutzen wollen und es ist einfach gut, wenn man sich da nicht ins Gehege kommt. Die Räume werden modularer aufgebaut, man findet weniger Medien, man findet mehr Möglichkeiten, sich zu treffen, sich auszutauschen, sich aufzuhalten. Und wir haben zum Beispiel auch da zweimal in der Woche einen mobilen Bürgerservice. Da kann man dann seinen Personalausweis abholen oder seinen Reisepass beantragen, weil auch das Dinge sind, mit denen wir uns in der Stadt breiter aufstellen können. Wir haben relativ viele Veranstaltungen. Das ist das Thema Kooperation, weswegen mich Frau Kovitz-Harms auch gebeten hat, hier etwas zu sagen. Links sehen Sie meinen Kollegen Michael Schuger, der ist Musikpädagoge, arbeitet bei uns im Vermittlungsteam bei einem der Module für Schule. Das sind Angebote, die wir für Schulklassen machen. Dazu gehört Musiknotation am PC, dazu gehört aber auch iPad-Jam, Beats programmieren, Recherche nach Noten, Musikrecherche allgemein. Wir haben auch Streaming-Angebote in der Bibliothek. Rechts ist so ein kleines Kontrastprogramm, das ist Metropole Kreativ. Das war ein Kreativwettbewerb, den die Mopo zusammen mit der Zeitschrift Hansestyle gemacht hat. Da wurden bei uns in der Zentralbibliothek die Gewinner prämiert, die Vernissage und danach die Ausstellung. Das war im letzten Sommer. Was Sie dann hier sehen, das ist die Ausbildungsmesse Creative Future, die haben wir im Februar durchgeführt, das ist eine Kooperation mit der Kulturbehörde und privaten Ausbildungsstätten. Da war es so voll, ich habe das eben schon beim Kaffeeklatsch erzählt, dass wir im Eingangsbereich die Taschen ausgegeben haben für die Messe, auch in der Zentralbibliothek. Und als dann die Familie mit dem Zwillingskinderwagen kam, war dann der Super-GAU, die Drehtür ging nicht mehr, es staute sich alles, es ging nicht mehr rein und raus. War ein schöner Samstag. Wir machen aber auch Veranstaltungen zum Thema Demokratie und digitale Mündigkeit. Das ist uns gerade in den heutigen Zeiten ein wichtiges Anliegen. Wir haben eine Kooperation mit der Reporterfabrik. Das ist eine Initiative von Korrektiv.org und das ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum, die bundesweit agieren. Da hatten wir eine Auftaktveranstaltung zum Thema Hass und Hetze im Netz. Hatten als Diskutierende Anja Reschke vom NDR und den Journalisten Richard Gutjahr. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung und wir hatten vor kurzem auch Hannes Leider, der Ihnen eventuell im Begriff ist, mit seiner Initiative Ich bin hier, eine Facebook-Gruppe mit sehr vielen Mitgliedern, die sich gegen Hass und Hetze im Internet stellen und für möglichst neutrale Kommentare unter Zeitungsartikeln werben. Wir sind auch Kooperationspartner der Klimawoche, die wird im Herbst stattfinden. Da gab es jetzt schon eine Cradle-to-Cradle-Veranstaltung in der Zentralbibliothek. Wir werden auf dem Vorplatz wahrscheinlich den Deutschen Imkerverband mit Honigbienen haben und freuen uns sehr darauf, dass wir auch da aktiv werden können. Und ich hoffe, ich bin noch einigermaßen in der Zeit. Gut. Was wir besonders interessant finden und was unsere Medienpädagogen auch ganz wunderschön finden, sind die ganzen vielen verschiedenen Coding-Projekte, die wir ins Leben gerufen haben. Unsere Stadtteilbibliothek in Barmbek zum Beispiel hat
eine Initiative schon seit Jahren mit dem Verein Start Coding, haben die ein Coder-Dojo, das jährlich einmal stattfindet. Das findet jetzt im Juli wieder statt. Das ist eine wirklich schöne Veranstaltung. Wir planen jetzt gerade außerdem eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut. Das machen ganz viele Bibliotheken. Da sind wir nicht die einzigen. Finanziert von der Google-Zukunftswerkstatt kann man da Kurse sich besorgen, mit denen man Kindern und Jugendlichen das Lernen mit Robotern nahebringen kann. Das ist auch etwas, was wir nicht nur in der Zentralbibliothek, sondern möglichst auch in der Fläche machen. Und damit auch unsere Kollegen sich so ein bisschen Know-how selber in die Bibliothek holen, bilden wir unsere Kollegen fortlaufend intern auch fort. Wir haben jetzt gerade fertiggestellt einen Medienkompetenzcluster, mit dem wir Mitarbeiter fit machen für neue Technologien, weil wir sind eben die alte Generation und wir brauchen mehr Wissen mit dem, was man anderen beibringen kann. Und tatsächlich ist das für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein, nicht nur bunter zu werden, sondern sich auch kontinuierlich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und was Sie hier dann noch sehen, das ist die Code Week Hamburg, die heute Morgen schon einmal kurz erwähnt wurde, die auch von der Körperstiftung gefördert wird. Und da sehen Sie noch so zwei Impressionen von dem, was wir bei der Code Week gemacht haben, wo wir auch dieses Jahr wieder planen. Im Oktober findet sie wieder statt, die Auftaktveranstaltung in der Zentralbibliothek. Viele Mitmachangebote für Kinder und wir haben gelernt, damit die Eltern sich da nicht langweilen, auch Angebote für Erwachsene. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall weiter fortführen möchten. Ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie ruhig noch kurz hier. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich finde, alles, was wir heute Vormittag gehört haben, läuft schon in Hamburg, also zumindest dort, vorbildlich, was Offenheit, Flexibilität der Räume und auch Angebote angeht. Also ich finde, ein großartiger Einblick. Und wer es eben aus Hamburg kommt, sollte auf jeden Fall nochmal den Weg in die Zentralbibliothek finden. Meine Frage wäre, eben ist es jetzt, wie Sie das schildern, ist das ein Leuchtturmprojekt sozusagen? Ist das insgesamt, was Bücherhalle, Bücherbus, wie Sie auch immer sich in Deutschland nennen, ist das ein Trend, der tatsächlich aufgegriffen wird oder hat vielleicht Hamburg da sogar Vorreiterrolle, was das Thema angeht? Also wir sind sicherlich ein sehr großes System, deswegen haben wir Freiheiten, die andere nicht haben. Wir sind außerdem als Stiftung organisiert, das ist außer der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin keine andere Bibliothek in Deutschland. Das bedeutet auch, dass wir Dinge vielleicht einfacher und unmittelbarer machen können als andere. Aber ganz viele Bibliotheken haben sehr, sehr schöne Ideen. Wir hatten letzte Woche gerade den Bibliothekartag in Berlin, haben dort viele schöne Beispiele gesehen, quer durch die Republik, welche innovativen Ansätze es tatsächlich gibt und das Thema Bibliothek als dritter Ort ist das Thema im Moment in der Bibliothekslandschaft. Wir merken alle, die Mengen an Menschen, die uns besuchen, werden stetig mehr und die Ausleihen sinken, wenn sie auch moderat sinken. Also in Hamburg sind es 3% weniger als im Jahr davor, das ist kein Drama, aber wir sind als Ort gefragter denn je, je weniger Orte in der Stadt es gibt, in denen man sich einfach aufhalten kann und sich auch informell treffen kann, ohne einen Kaffee trinken zu müssen. Je weniger solche Orte es gibt, umso mehr braucht man Bibliotheken, um das zu ersetzen. Und mein Kollege Tom Becker, der dort im Publikum auch sitzt, hat mir gerade erzählt, dass es jetzt auch darum geht, Bibliotheken im ländlichen Raum stärker zu vernetzen und denen auch zu zeigen, auch die können stolz sein auf das, was sie tun, mehr darüber reden über das, was sie tun, so wie ich es hier heute gerade tue. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns davon berichtet haben. Dankeschön. Wir haben jetzt immer schon ganz viel von dritten Orten gesprochen. Wir haben auch schon ein bisschen das eine oder andere Kritik an Schule geübt. Aber bisher die Perspektive hatten wir noch gar nicht so richtig einbezogen. Und deswegen freue ich mich, dass Micha Palesche heute bei uns ist. Er ist von der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe. Und das ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, keine x-beliebige Schule, sondern eine mehrfach ausgezeichnete mit einem medienbildnerischen Profil. Und sie war auch als erste Schule Baden-Württembergs als Smart School ausgezeichnet worden. Und ich finde, vieles von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, wie Schule sich wandeln muss, mehr Öffnung nach außen, aber auch mehr Expertise reinholen und die Schüler auch als Akteure, also auch was ihr gerade betont habt, Schüler als Akteure ernst nehmen, wahrnehmen, sie einbeziehen in die Gestaltung. Nach allem, was ich gelesen habe, nun war ich nicht Schülerin bei Ihnen, funktioniert an Ihrer Schule, Herr Palesche,
offensichtlich schon sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, was Sie uns davon berichten. Kommen Sie zu uns nach vorne. Ja, schönen guten Tag. Mir ist eine Sache, die möchte ich noch loswerden, als ich die Schüler vorhin gehört habe. Mir ist ein Zitat eingefallen von Richard David Precht. Der hat mal auf einer Podiumsdiskussion oder im Forum gesagt, der einzige Grund, warum wir das lernen, was wir in der Mathematik, also in der Schule lernen, ist der, dass wir es unseren Kindern erklären können, wenn die es lernen. Vielleicht ist das eine Erklärung. Genau, ja, Lernen der Zukunft. Ich wollte Sie schocken. Ich habe, Sie sehen hier ein Bild, da gucken ein paar Schülerfüße raus, ein Vorhang. Ist das das Lernen der Zukunft? Nein, vielleicht. Diese Aufnahme entstand so vor 4 Wochen circa. Ein Kollege von mir hat Musik unterrichtet. Das ist in unserem Musiksaal und er hat den Schülern mobile Endgeräte gegeben und hat gesagt, sucht euch mal den Ort, an dem ihr lernen wollt. Und dann hat sich eben eine Gruppe hinter diesem Vorhang da bewegt, hat den zugemacht und lernte dort. Und nach einer Viertelstunde waren die fertig und haben was ganz Tolles produziert. Also ich glaube, es geht um Orte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde es spannend, dieser Begriff dritte Orte. Ich glaube, Schule wird in Zukunft auch ein dritter Ort sein. Ja. Aber das möchte ich vielleicht ein bisschen genau näher erläutern. Kurz zu unserer Schule, dass Sie eine Vorstellung haben. Ernst-Reuter-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit gebundenem Ganztag. Wir haben ca. 320 Schüler, ein Medienprofil. Wir haben einen ganz tollen Schulpark, das möchte ich Ihnen noch zeigen, mit Schulgelände. Und eigentlich machen wir neues Lernen in alten Räumen. Also da war ja vorhin die Frage, so, geht das so in alten Räumen anders zu lernen? Ja, das geht, aber wir brauchen eigentlich andere Räume. Das merken wir, beziehungsweise wir müssen uns anders strukturieren, anders ordnen. Was wir haben, ist ein ganz toller Park. Ich möchte das jetzt mal abspielen, das ist eine Drohnenaufnahme. Die Ernst-Reuter-Schule liegt in der Karlsruher Waldstadt, das heißt, da ist ganz viel Wald und das ist jetzt unser Schulgelände von oben. Ja, da müssen wir nochmal zurückgehen, probieren es, ob er das abspielt. Ja, genau. Ja, Sie sehen also hier genau das Schulgelände, achten Sie, dass Ihnen nicht schwindelig wird beim Zugucken. Also das alles, das Grüne ist quasi der Park, der eingezäunt ist 8,2 Hektar Schulpark, eines der größten Schulgelände in Baden-Württemberg, wenn nicht das größte. Aber Sie sehen, drumherum sind Häuser, da wohnen Menschen, da gibt's, da ist das Quartier mit einem Stadtteil, mit einem marktähnlichen Charakter. Aber eigentlich ist die Schule so das Herz der Umgebung. Und ich fand das Bild von Herrn Makula so toll vorhin. Er hatte so diese Schule als Service-Gedanken. Er hatte das so dezentral gesehen und die Schule hat aber so ein Herz in der Mitte. Und ich glaube, das ist genau die Richtung, und in die Schule auch gehen werden. Also Schule als ein Lernort, aber nicht mehr der zentrale Lernort. Und das fand ich total spannend, weil wir genau diese Wege gerade eben auch schon beschreiten. Beschreiten auch deshalb, weil wir es gar nicht mehr anders können. Weil durch die Digitalisierung und durch die Prozesse und durch die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft mit gleichzeitigem Wunsch, ne, zunehmend individualisiert zu arbeiten, merken wir, das ist so komplex, wir brauchen da Expertise. Wir müssen Menschen eigentlich in die Schule holen, die Fachleute sind auf diesem Gebiet, Wissenschaftler, die Fachleute sind, ja, die uns da Dinge unterstützen, aber gleichzeitig möchten wir teilen und wir möchten Dinge auch in das Quartier geben und den Menschen einfach auch zurückgeben. Ich bin gebeten worden, 3 Dinge aus unserem Schulkonzept kurz vorzustellen, an dem auch sichtbar wird, wie wir quasi versuchen, Partizipation zu leben. Sie sehen hier unterschiedliche Dinge, Einflüsse, die in unsere Schule hineinfließen. Der Ganztag, das Gemeinschaftsschulkonzept, das heißt, wir haben Schülerinnen und Schüler aller Schularten, auch Lehrkräfte aller Schularten. Wir haben dieses Medienprofil, das Projektfach Leben, bei dem es so um Verantwortung geht, Verantwortung zu übernehmen, Selbstwirksamkeit. Der rote Salon, den möchte ich vorstellen, und letztendlich das Innovation Lab. Und Sie merken schon, viele Dinge gehen in die Schule, führen aber gleichzeitig auch zu einer Öffnung der Schule nach außen. Und wird bewusst quasi auch im Innovation Lab, das ich Ihnen gleich vorstellen möchte, weitergedacht. Zunächst mal kurz zum Medienprofil unserer Schule. Das waren so die Leitgedanken. Ich hatte heute Morgen das bei Finnland gesehen. Wir haben vor 3 Jahren das Medienprofil eingeführt und haben uns diese 4 Säulen gegeben. Und ich glaube, dieser Punkt 3 ist einer der elementarsten Punkte. Das haben wir heute auch schon mal gehört. Diese Ressourcen, in Anführungszeichen, die Schüler haben. Das, was wir gerade gehört haben, die eine Schülerin sagte, ja, wir haben doch manchmal einen Vorsprung. Es wäre schön, wenn die Lehrer mal auf den gleichen Stand kämen wie wir. Ja,
Vielleicht müssen Sie das gar nicht. Wir haben ja Experten da, die Schüler wissen doch auch, wie es geht. Natürlich können Lehrer von Schülern lernen, aber ich habe doch auch Fachleute, die ich von extern hole, und ich habe Fachleute an der Schule, das sind Schüler, die sind für manche Bereiche, sind in manchen Bereichen einfach fitter auch als Lehrkräfte, und dann ist das auch gut so. Aber ich muss diese Ressourcen nutzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz und letztendlich auch der Punkt, diese Unterstützungssysteme, die im Umfeld, in der Gemeinde, im Quartier sind, zu nutzen, die Ressourcen, die da sind, einfach sich zu vernetzen und Menschen in die Schule zu bringen. Ich habe ein paar Systeme, ein paar Unterstützer aufgeführt. Das eine, das musste ich natürlich machen, Stadtmedienzentrum, weil der Jörg Schumacher heute, der Leiter vom Stadtmedienzentrum, da ist. Nein, aber es geht darum, man muss sich Support holen. Wir haben vorhin, heute Morgen gehört, es muss in den Kommunen was geben wie einen, ich nenne es mal digitalen Hausmeister. Jemand, der so unterstützt, der Schulen da begleitet bei der technischen Umsetzung. Oder eben übergeordnetes Landesmedienzentrum mit Beratungen, mit Angeboten, mit Cloud-Lösungen. In Karlsruhe, das KIT, das ist die Hochschule, die sehr stark im Informatikbereich ist, das ZKM, also für den musischen Bereich, das Zentrum für Kunst und Medien und die Medienkunst zu denken, die Hochschulen. Also Sie sehen, das ist eine ganze Reihe an Partnern, an Organisationen, mit denen wir zusammen kooperieren, die aber sehr, sehr wichtig sind und die für uns, aber auch für unsere Schule Lernorte werden. Also bei denen wirklich auch Schüler dorthin gehen und aber auch Menschen aus den Hochschulen zu uns kommen, um Dinge dort zu machen. Also wirklich sehr, sehr offen. Das Zweite, was ich Ihnen zeigen möchte, ist der Rote Salon. Ja, der Rote Salon, die Überlegung war, wie betreiben wir Schulentwicklung? Und Schulentwicklung traditionell heißt, es gibt eine Steuergruppe, da sitzen ein paar Menschen drin, die setzen sich zusammen mit der Schulleitung, machen sich Gedanken, wie könnten wir so eine Schule weiterentwickeln, und dann wird das Ganze ausgerollt auf das Kollegium. Und das hat ganz oft mal den Effekt, gerade weil diese Steuergruppe ja sehr eng mit der Schulleitung zusammen ist, das heißt, die haben sich was ausgedacht und wir müssen es machen. Wir glauben, so funktioniert Schulentwicklung heutzutage nicht mehr. Es muss anders gehen. Und dann haben wir dieses Format des Roten Salons geschaffen, bewusst Roter Salon, ja, da kann man sich was drunter vorstellen, jeder so das Seine. Wir sind ja auch in Hamburg, ja. Es sollte eine launchige Atmosphäre symbolisieren, die es auch tatsächlich ist. Also das ist 3 bis 4 Mal im Jahr, treffen sich in diesem Roten Salon Eltern, Lehrer und Schüler und betreiben gemeinsam Schulentwicklung. Also machen Design Thinking, machen sich Gedanken, wie sie Schule weiterentwickeln können, auf einer Ebene, ohne Hierarchien. Das ist total spannend. Und jetzt öffnen, und im letzten Roten Salon haben wir das schon gemacht, öffnen wir quasi diesen Roten Salon für unsere Partner. Also für die Hochschulen, aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus unserem Stadtteil. Denn es ist ja nicht unsere Schule, es ist auch nicht meine Schule, sondern es ist die Schule des Stadtteils und des Quartiers. Und das habe ich da von Finnland, das fand ich ganz toll, das ist genau der richtige Weg. Ja. Der Stadtteil muss sich auf den Weg machen und Schule kann ein Impulsgeber sein, gerade wenn sie so zentral liegt, um solche Dinge anzustoßen, um sich zu öffnen. Und ich fand auch diesen Aspekt ganz spannend vorhin, den Sie, Frau Million, gesagt hatten, Räume, die leer stehen. Ja, wir sind eine Ganztagsschule. Wie oft werden denn so Ganztagsräume genutzt? In der Mittagspause, am Nachmittag vielleicht und vormittags stehen die leer. Ja, also was kann man da machen? Was gibt es da für Synergien? Es geht ja aber der Volkshochschule auch. Oder warum sollten nicht Schüler ins Rathaus gehen, dort, wo der Gemeinderat tagt, in einer kleinen Gemeinde und dort Politikunterricht machen? Ja, ist ja viel authentischer, als wenn es dort stattfindet. Also das sind diese Gedanken. Und Sie sehen hier ein paar Impressionen aus dem Roten Salon. Das ist wirklich Eltern, Lehrer, Schüler gemeinsam. Da hatten Sie gerade die Aufgabe, der Schule der Zukunft zu bauen. Also diese Gruppen haben zunächst mal den Auftrag bekommen, herauszufinden oder aufzuschreiben, was wirklich wichtig ist, welche Kompetenzen wirklich wichtig sind, wenn man die Schule verlässt. Es war übrigens kein Mathe dabei, ganz spannend, sondern es war so Dinge wie Kollaboration, kritisches Denken, Vertrauen, also ganz, ganz tolle, große, starke Begriffe. Und auf Basis dieser Begriffe sollten Sie die Schule der Zukunft bauen mit so Pappkartons und dann die Basis der Vertrauen war das Fundament und solche Dinge. Und dann hat man sich das gegenseitig vorgestellt. Also wirklich visionäre Dinge, auch um Schule weiterzuentwickeln. Manchmal aber auch sehr konkrete Dinge, die direkt auch umsetzbar sind. Und da spielt das Thema Selbstwirksamkeit und Partizipation einfach eine ganz große Rolle. Das Letzte, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Innovation Lab. Ich habe Ihnen ein Bild gegeben und es gibt auch dieses Bild, aber lösen Sie sich mal von diesen räumlichen Vorstellungen.
Die Vision, die wir haben und die wir auch teilweise schon umgesetzt haben an unserer Schule, ist Schule als ein Lernort, an dem die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts trainiert werden. Da spielen zunächst mal die Fächer gar keine so eine große Rolle. Da gibt es auch Mathe, ja? Da gibt es auch andere Fächer, da werden alle anderen Fächer auch abgebildet. Aber letztendlich versuchen wir in diesen Orten die 21st Century Skills, also die Kompetenz des 21. Jahrhunderts abzubilden. Kritisches Denken, Kreativität, Kooperationsfähigkeit. Und das Spannende ist, dass wir das eben dort versuchen abzubilden, nicht nur durch Lehrkräfte, sondern wirklich mit Menschen von externen, Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus den Hochschulen gemeinsam Lernen zu ermöglichen. Einen dritten Ort zu machen, an dem ich hingehe, um zu lernen. Und die Räume letztendlich auch so zu gestalten, dass sie diese Kompetenzen des 21. Jahrhunderts abbilden. Also beispielsweise ein Raum für Kreativität. Den haben wir noch nicht, da sind wir gerade dran, aber wie kann so ein Raum aussehen, der Kreativität fördert? Wenn wir das technisch denken, das ist ein Ansatz, den wir haben, dann machen wir den jetzt komplett voll mit LED-Tapeten. Und den kann man bespielen und ich würde mir dann da vielleicht den Strand, das Meer hin projizieren, würde das vielleicht einen Meeresgeruch haben, höre das und dann kann ich da kreativ werden. Dann ist im Raum, da mache ich zu und da bin ich drin und werde kreativ. Also kann auch anders bespielen, also solche Ideen, wirklich Lernräume komplett an die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts zu orientieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Ideen, ja, wie könnte ein Raum für kritisches Denken aussehen oder ja, ein Raum, in dem Kollaboration oder Kooperation ermöglicht ist. Also Sie merken, da geht es ganz viel um Räume. Es geht ganz viel darum, weil vorhin die Frage war, wir machen uns vielleicht Sorgen, um dass keine Studierende mehr kommen. Oder nee, vielleicht nicht Sorgen, aber wie muss dann Hochschule aussehen? So habe ich es verstanden. Genau, ich glaube, darum geht es. Ja, es geht, glaube ich, darum, es gibt ein gutes Buch von Günter Dück, Professionelle Intelligenz. Und er beschreibt dort einzelne, unter anderem einzelne Berufsbilder, beispielsweise das Berufsbild eines Menschen, der in einem Reisebüro arbeitet, das sich jetzt total geändert hat. Ja, vorhin hieß es, wir kaufen online ein, aber diesen Menschen im Reisebüro muss klar sein, dass die Menschen, die zu ihm kommen, 2 Stunden vorher schon recherchiert haben. Die kennen die Preise, die kennen die Flugrouten und so weiter. Und wenn die zu diesen Menschen kommen und der ihnen das Gleiche sagt, wie das, was sie im Internet finden, dann werden sie nicht mehr hingehen. Das heißt, da muss ein Mehrwert da sein. Sie müssen dort andere Informationen bekommen. Sie müssen vielleicht Service-Dienstleistungen bekommen oder übertragen eben auf Hochschule oder Schule. Es muss ein Erlebnisort sein, an dem ich mich treffen kann, an dem ich mich vernetzen kann, an dem ich meine Ideen einbringen kann, an dem ich mich selbst verwirklichen kann, an dem was los ist, an dem ich gerne hingehe. Und ich glaube, dann kommen die Menschen dort auch an diese Orte. Und auch freiwillig, auch wenn sie es in der Schule müssen, sie es. Aber wir erleben das bei uns an der Schule, die zum Teil, das sind nicht alle, wir haben auch andere Schüler, ja, aber es gibt viele Schüler, die wollen, wenn um 16 Uhr die Schule ist, nicht nach Hause gehen. Die sagen, wir sind noch nicht fertig mit dem Filmschneiden, wir wollen noch bleiben. Ja, dann gehen wir nach Hause und sagen, jetzt müssen wir aber irgendwie. Aber es wäre ein spannendes Modell, wenn wir offen lassen könnten. Die brauchen ja keine Lehrer in dem Moment. Es wäre toll, wenn Schule sagt, dann bleiben wir halt offen. So. Klar, wie muss ich das organisieren? Und das sind diese Fragen, die sich dann stellt. Aber es ist ja total spannend. Warum soll ich junge Menschen, die forschen wollen, die selbstwirksam werden, warum soll ich die einbremsen in ihrem Wissensdrang? Und das ist genau das, das hat man auch gespürt bei den 3 Schülern, die gesprochen haben, die so stolz waren, diese Konferenz da abzuhalten und zu planen. Ja, selbstwirksam, kreativ sich Gedanken machen, sich einzubringen, selber Dinge zu bestimmen, nicht den Weg eines Lehrers zu bestimmen, sondern ja, seinen eigenen Weg vielleicht zu definieren. Und dann zu überlegen, was ist denn dann noch die Rolle des Lehrers? Ja, vielleicht verschiebt sich das. Lernmanager, Lernbegleiter, Ermöglicher, wie auch immer. Pardon, wie das Ganze aussehen kann. Genau. Ich habe hier nochmal, man kann es wahrscheinlich von hinten schlecht lesen, aber das ist so lesen, das ist eine erste Skizze gewesen über die Kooperationspartner, die mit dem Innovation Lab zusammenarbeiten. Sie sehen da ganz viele Institutionen, die Hochschulen auf der einen Seite, die Architekten, Stiftungen, Firma Hohenlohe, die sehr innovativ, was Lernmobiliar betrifft, da ist die Industrie- und Handelskammer, Apple, andere Firmen. Sie sehen hier aber auch die Stadt, das Landesmedienzentrum. Ja, also ganz unterschiedliche Ebenen, die gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Sache. Und weil es noch nicht zu diesem konkreten Lernraum gekommen ist, den wir auch wirklich räumlich auch bauen möchten an der Schule, der jetzt in der Planung ist, haben wir das versucht, mal im Kleinen schon abzubilden. Also wir haben hier einen Makerspace an der Schule. Das ist ein Produktionsstudio, das bei uns in der Schule gibt. Mit einem Greenscreen, digitalen Tisch,
Schnittplätzen, 3D-Drucker, ich habe vorhin der Calliope, also diese ganzen Dinge, die man dort probieren kann, kann man dort erleben, kann man dort machen. Und eben nicht nur so als, ja, ich höre immer, hier kommt so ein Hub oder da ist mal, das ist nett und ich glaube, das ist auch gut, das brauchen wir auch. Aber ich glaube, das muss in Schule stattfinden, da muss ich kurze Wege haben, da können auch Menschen aus dem Quartier reingehen. Ja, warum nicht? Warum soll ich der Nachbar, der dort wohnt, auch was machen und bearbeiten, wenn er das möchte? Oder eben vielleicht einen zweiten Raum, den wir da haben, das ist unser Denkraum. Ich weiß nicht, ob Sie Google Garage kennen. Google hat einen Ort, an dem Sie kreativ werden. Das ist eigentlich ein Raum, da kann man sich treffen, da kann man was an die Wand schreiben mit Post-its und dann kann man darüber reden und Ideen teilen. Und sowas haben wir auch an der Schule, ja. Innovation zu fördern, Kreativität zu fördern, Orte zu schaffen, an dem ich was hinschreiben kann, dann kommt der Nächste und schreibt, finde ich gut oder finde ich nicht gut, und dann wird diskutiert. Und wenn man dann möchte, kann man in die Produktion gehen, ja, kann Menschen finden, die gemeinsam mit einem sich auf diesem Weg machen. Ja, das waren so die Impressionen. 10 Minuten hatte ich. Ich hoffe, ich habe Ihnen so einen ersten Impuls geben können über unsere Schule. Ernst-Reuter-Schule. Schule muss sich verändern. Das Straßenschild hat einen LKW abgefahren. Wir haben die Stadt gefragt, ob wir das haben können und haben das dann gleich verwendet. Und dann Schule muss sich verändern. Das ist so das alte Straßenschild und jetzt ist ein neues dran. Und das passte sinnbildlich so für das, was wir, glaube ich, gerade machen. Und ja, jetzt möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Ein sehr schönes Bild. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Falesche. Ich könnte mir vorstellen, dass hier eine ganze Menge erwachsene Menschen sitzen, die zum allerersten Mal in ihrem Leben denken, ach, könnte ich noch mal in die Schule gehen? Ich habe das bei mir gerade so ein bisschen gespürt und ich glaube, das ist das Beste, was passieren kann. Ich überlege jetzt, eigentlich wollte ich auch noch mal eine Lanze für Mathe brechen, als Stiftung, die seit vielen Jahren MINT-Förderung betreibt. Aber ich glaube, das lassen wir an dieser Stelle, das ist schon klar, wie das gemeint war. Ich will trotzdem an einer Stelle noch mal nachfragen, ganz kurz. Das ist ja ein Prozess und so was ich mitbekomme, ziehen alle mit im Roten Salon, sitzen, aber es gibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass am Anfang nicht doch auch die gab, die dachten, was ist denn das für ein Quatsch? Doch. Also was gab es da für Reaktionen, auch sozusagen zurückhaltend bis offene Opposition und wie sind Sie damit umgegangen? Naja, wenn man sich vorstellt, wir haben ein Kollegium von ca. 50 Lehrkräften. Sie haben natürlich Kollegen, das sind so die Early Adopters, die springen da sofort drauf los. Es gibt aber welche, die lehnen das komplett ab. Und da gibt es so eine große Masse, die wartet so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, die Kunst ist es, wir haben es heute schon mal gehört, diesen Transformationsprozess hinzubekommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, Haltungen zu verändern oder zu ermöglichen, Möglichkeiten zu schaffen, um Haltungen zu verändern. Das ist das Schwierigste, was man schaffen kann. Aber es fängt an bei der Schulleitung. Ich habe ganz oft in Lehrerkonferenzen so Sätze gesagt wie, ja, würden Sie sich von einem Arzt operieren lassen, der so operiert wie vor 30 Jahren? Ja? Das wird ja keiner sagen, ja, aber in Schule machen wir es vielleicht so. Oder, ne? Also solche Dinge, dass man da ein bisschen steuert. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass die Dinge, die dort passieren in diesen Prozessen, dass sie sichtbar gemacht werden. Das ist ganz wichtig. Sichtbar als positive Beispiele für die anderen, die da sind. Ganz niedrige Einstiegshürden zu schaffen, Unterstützungssysteme zu schaffen. Vielleicht als Beispiel, wir haben Schülermedienmentoren ausbilden lassen über ein Landesprojekt. Die haben wir als Unterstützungssystem implementiert in die Schule. Das heißt, Lehrkräfte können diese Schüler buchen, wenn sie etwas brauchen, wenn sie mit digitalen Medien arbeiten möchten. Das heißt, da sind die Hemmschwelle weg und dann ist es was völlig Normales und dann haben sie diese Ängste weg, was passiert, wenn ich mit digitalen Medien arbeite und jetzt fällt was aus, da ist was defekt. Oh Gott, dann blamiere ich mich vor der Klasse. Ne? Das ist nicht mehr da, denn wenn es so wäre, ach, ist hier ein Medienmentor, dann holen wir jemanden. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, man muss da einfach die Hürden nehmen und ich glaube, es geht ganz viel über Begeisterung und Motivation. Sie können, wenn Sie die TED-Konferenz kennen, da gibt es ein ganz tolles 3-minütiges Video, How to Start a Movement. Das zeige ich ganz oft bei so Veranstaltungen. Gucken Sie sich das mal an. Das ist total spannend. Das ist, das sind so die Follower, die dann so selber was generieren. Also gucken Sie sich an, Sie werden wissen, was ich meine. Schöner Tipp. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Falesche. Ja, ich komme in die Mitte. Last but not least haben wir ein
letztes Projekt, das wir Ihnen vorstellen wollen. Und da müssen wir erstmal, nicht müssen, wollen wir herzlichen Glückwunsch sagen. Denn die Hacker School, die Sie jetzt kennenlernen werden, hat gerade als Finalist der Google Impact Challenge 250.000 Euro gewonnen und hat jetzt, ich finde auch, Riesenapplaus. Nochmal ganz andere Mittel, um das Vorhaben voranzubringen. Heute da für die Hacker School ist Julia Freudenberg. Vielleicht nochmal vorab, du machst jetzt die Projektleitung und bist auch im Vorstand des dazugehörigen Trägervereins. Ursprünglich gegründet worden ist die Hacker School von drei Hamburger Digitalunternehmen, die Unternehmern, die irgendwann gesagt haben, das kann einfach nicht sein, dass nichts passiert. Jetzt werden wir mal selber tätig. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig. Du wirst wahrscheinlich auf die Entstehungsgeschichte ja auch noch eingehen, um auch zu zeigen, auch Unternehmen sind ja Initiatoren und können einen Beitrag leisten und Teil dieses Ökosystems zu sein. Genau, wir freuen uns sehr jetzt auf deinen Bericht, was ihr schon gemacht habt und was ihr jetzt mit dem großen Geld vorhabt. Herzlich willkommen, Julia Freudenberg. Mit dem großen Geld. Ich habe dafür einen nationalen Rollout versprochen. Das macht es wieder ein bisschen handlicher. Aber auf jeden Fall, wir freuen uns auch sehr. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Meine Kollegen wären auch sehr, sehr gerne hier vor Ort, schaffen es aber heute nicht persönlich zu kommen. Warum ist die Hacker School 2014, soweit zur Entstehungsgeschichte, warum ist sie gegründet worden? In dem Jahr kamen zwei Sachen zusammen. Zum einen wurde Informatik als Wahlpflichtfach an den Stadtteilschulen degradiert, eingesetzt, wie auch immer man das möchte, mit dem großen Effekt, dass man dann sowieso nur wieder die Schüler erreicht, die dazu Lust haben. Zum anderen war die Ministry Group, das ist eine Gruppe aus 5 Unternehmen entlang der digitalen Kommunikationskette, aus der die Hacker School dann entstanden ist. Die haben verzweifelt nach Auszubildenden gesucht. Die bilden Anwendungsentwickler aus. Und dann waren die Fragen im Vorstellungsgespräch, ja, toll, dass du dich beworben hast, warum möchtest du das denn machen? Ja, meine Freunde haben gesagt, ich spiele doch so viel. Und hast du schon mal programmiert? Ja, also in der Schule haben wir IT gehabt. Was habt ihr da so gemacht? Ja, Google und Word und PowerPoint. Und wir hatten die Situation, dass sich Jugendliche auf einen Ausbildungsberuf für 3 Jahre, so im Standard, bewerben, wo sie keine Ahnung von haben. Weil irgendwas anzuwenden ist was ganz anderes, als damit zu arbeiten. Ich kann im Auto mitfahren, aber steuern oder es reparieren, zum Kummer vieler Männer, kann ich deswegen halt auch noch nicht. Und das ist einfach etwas, wo die 3 Jungs gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob Tim auch aus Hamburg kommt, aber auf jeden Fall David und Andy wohnen hier, und die gesagt haben, wenn wir aufs Bildungssystem warten, so gut das sein mag, sind wir tot, weil es ist zu langsam. Und die Wirtschaft muss eine Verantwortung übernehmen in dem Bereich, wo es halt darum geht, auch für den eigenen Nachwuchs zu sorgen. Daher kommt so ein bisschen die Aussage, wir sind wirtschaftsnah. Ja, wir brauchen halt einfach Leute, die da bald arbeiten. Und dass der Fachkräftemangel im IT-Bereich fast so groß ist wie der in der Pflege, das wissen auch alle, die versuchen, jemanden einzustellen. Das Arbeitsamt kennt per Definition keinen arbeitslosen Programmierer. Können Sie mal versuchen. Also, Notwendigkeit für den Ansatz aus der Wirtschaft. Was machen wir? Wir nehmen 2 ITler aus der Wirtschaft, 10 Kinder und lassen die gemeinsam ein Wochenende lang programmieren. Und zwar, was die wollen. In dem Sinne von, wir verfolgen kein Curriculum, sondern wir wollen den Kindern das vermitteln, wofür die Inspirer brennen. Wir nennen sie Inspirer, weil sie sind keine Lehrer, sie sind keine Coaches, sie sind keine Trainer. Sie sollen die Augen zum Leuchten bringen. Auf diese Weise hat mein Mann mich getrickt, sich endlich seinen 3D-Drucker zu kaufen. Vorher war ich der Auffassung, das ist ein Staubfänger, bin ich immer noch. Aber er möchte mit den Kindern gemeinsam in diesem Bereich programmieren. Die wollen das gemeinsam lernen und da bin ich natürlich käuflich. Aber das ist einfach ein Ansatz, wenn die Kinder sehen, Mensch, da sind Erwachsene, die können auch nicht alles. Und da geht mal ein Kurs vielleicht nicht ganz super, weil Linux anders ist als Windows und das ist dann auf Englisch und Paper Signals funktioniert nochmal anders. Aber die Kinder sehen, wie die Erwachsenen lernen und wie sie sich dafür begeistern. Und das ist einfach etwas, was ja, Nachfrage schafft, im Sinne von, sie gehen nach Hause, aber sie nehmen es mit, sie nehmen die Begeisterung mit, sie nehmen Erfolgserlebnisse mit, dass Lernen nicht immer nur Vokabeln pauken ist, sondern dass es Spaß machen kann. Wir haben hier in Hamburg noch ein Sonderprojekt, der
welches dem Rahmen der Idee der Inklusion oder beziehungsweise der Integration Rechnung trägt, dass wir nach wie vor 2 ITler nehmen und 10 Kinder. Aber wir suchen die ITler nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch unter den Geflüchteten, die zu uns gekommen sind. Über dieses Projekt wird übrigens auch aktuell noch meine Position finanziert, dass wir einfach sagen, wenn wir einen ITler aus einem anderen Land nehmen, einen aus Hamburg, wir bringen die zusammen und lassen sie gemeinsam mit Kindern etwas, ja, richtig Tolles machen, dass sie sich dadurch Brücken bauen, auch in den Arbeitsmarkt hinein, weil wir wissen alle, es ist immer 50%, was ich kann und die andere Hälfte ist, wen ich kenne, ob ich einen Job bekomme oder nicht. Und diese Funktion zu sehen und auch dadurch den Kindern mit zu vermitteln, es ist völlig egal, woher ich komme, das ist etwa ebenfalls ein großer Schritt. Ich würde zudem gerne hiermit einmal ohne Ton zeigen, wie eine Hackerschool live aussieht. Die Leute waren zwar cool, aber das Programmieren war besser. Ich bin halt wegen meinem Bruder hier und auch wegen meinem Vater. Also der hat mich dazu ermuntert. Wir haben heute beide das gleiche programmiert hier, also Microbits. Und das war echt cool, weil das sind halt diese kleinen Minicomputer. Und das macht sehr viel Spaß, wenn man den Display davon programmiert. Und das ist auch witzig, so wirklich zu sehen, wie klein ein Computer wirklich sein kann und man kann trotzdem so viel Spaß damit haben. Meine Schule bietet leider keine Programmierkurse an oder jegliche Sachen mit dem Computer zu tun. Deshalb bin ich halt hier. Wir haben heute ein Tic-Tac-Toe-Spiel programmiert mit dem Raspberry Pi mit Python. Und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Arbeit im Team und auch der gesamte Kurs. Es war relativ frei und die Arbeit am Projekt hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und solange ich kann, komme ich wieder. Noch das Zeichen für Ministry, genau. Was in dem Film schon rüberkommt, ist das, was wir wollen, ist begeistern. Die beiden, Theo und Zoe, haben wir auch mit eingeladen, als Steinmeier Anfang des Jahres zu uns gekommen ist. An dem Genitiv übt sie noch. Aber die Aussage hinterher war wegen meines Vaters wegen oder meines Bruders wegen zu, es macht mehr Spaß, als wir den Besuch von Steinmeier vorbereitet haben und sie glauben alle nicht, was das für ein Aufwand ist. Aber dachten wir, gut, wir fragen mal die Kinder, die kommen ja auch cool rüber. Mit meinem Vater gesprochen, hatten wir sie eingeladen. Die waren ja bei meinem Mann im Kurs. Dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr denn noch, was ihr gemacht habt? Also so ein bisschen vielleicht auffrischen, wenn er Fragen stellt. Und die gucken mich mit einem Blick an, den wirklich nur Kinder können, so mit du Trottel, und zogen beide ihren Microbit aus der Tasche und sagten, hey, wir haben uns sie gekauft. Sollen wir mit ihm eine Zeile Code schreiben? Wir so, nee, reicht. Also ihr könnt einfach vielleicht so ein Spiel oder irgendwas, mit dem Ergebnis, dass die beiden einfach im Gespräch zu ihm hinmarschiert sind und gesagt, hier kannst du springen, da kannst du laufen, willst du mal? Er direkt, Elke, du fängst an. Frau Büdenbender, hat jemand eine Lesebrille? Und dann haben sie halt wirklich, es war toll. Und das ist genau das, was wir wollen. Dann hat Elke Büdenbender noch versucht, auch von Zoe nochmal zu lernen, what does it take? Wie kriegen wir denn die Mädels? Wegen meinem Vater? Dann brauchen wir die Väter oder die Brüder. Aber wirklich diesen Ansatz zu fahren. Zoe sagt ganz klar, sie hätte nie gedacht, dass das für sie ist. Und sie ist so happy, dass sie das ausprobiert hat. Und genau dieses Leuchten in den Augen, das ist einfach was, was wirklich begeistert. Ja, es ist anstrengend, wenn man das Wochenende mit bis zu 100 Kindern verbringt. Das ist ziemlich laut. Und da mein Mann häufig als Inspirer dabei ist, ich in der Regel die Anmoderation mache und die Abmoderation. Die beiden kleinen Kinder, die immer da rumgelaufen sind, sind dann auch meine, weil wir geben diese ungern ab am Wochenende. Das ist aufwendig, aber es macht so viel Spaß, wenn man wirklich sieht, welche Möglichkeiten sich allein im Gehirn der Kinder eröffnen, dass sie nicht mehr denken, ah, ich bin ja ein Mädchen. Die merken, Mathe ist eigentlich egal. Programmieren hängt an der Gabe des logischen Denkens. Und zwar auf eine bestimmte Art zu denken. Juristen haben noch eine andere. Aber ich muss nicht gut in Physik sein, um im Bereich Programmieren eigene Sachen erschaffen zu können. Und was wir gesehen haben, ja, unsere Zielgruppe ist 11 bis 18. Wir haben jetzt morgen und übermorgen sind wir bei Otto bei der Hackerschool. Ich habe gehört, dass ein paar Kinder auf jeden Fall in 2 Jahren dann 11 sind. Je nachdem, wie auch die Disposition dieser Kinder ist. Einige sind in dem Alter schon verkappte Nerds. Da wir mit IT-Lern aus der Wirtschaft arbeiten, ist für uns wichtig, dass die Kinder, die zu uns kommen,
auch mal stillsitzen können, ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben, auch alleine auf Klo gehen. Also das, die können, wir haben keine Sozialarbeiter, sondern wir haben ITler, die einfach authentisch sind und die es lieben, in einem Hobby Kinder dafür zu begeistern, wofür sie selber brennen. Wir gehen am liebsten in die Firmen rein, damit auch die Kinder und die Jugendlichen sehen, IT ist nicht unbedingt dieses im Kellerloch. Ich muss kein Nerd sein, ich muss keine Ringe unter den Augen haben und ich muss nicht schwarz tragen, sondern ich kann Spaß haben, ich kann in vielen Bereichen wirklich kreativ sein, mich ausleben. Morgen übermorgen, wie gesagt, sind wir bei Otto. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Collaborate kennt, das ist ein ganz großer Coworking-Space. Danach sind alle Kinder versaut, die stellen sogar Snacks, das können wir uns normal nicht leisten, weil wir ja fast ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. Das Curriculum ist völlig frei, wir werden da die Mindstorms haben, wir werden ein Spiel, einen Bereich haben, wo mit JavaScript für Minecraft Plugins programmiert werden, wo man im Spiel das Licht ausmachen kann und der Raum wird dunkel, ist vielleicht im Winter eindrucksvoller, aber einfach so von diesen den Bereichen ist es komplett offen. Und hinterher ist die Begeisterung in der Regel wirklich groß. Was wir im Moment ganz stark versuchen, ist, da wir von halbjährlich einen Kurs zu hoffentlich alle 14 Tage und zwar auch große Veranstaltungen, wie gesagt, bis zu 10 Kurse gleichzeitig trauen wir uns zu, darüber brauchen wir Unterstützer, dass wir gerade eine Schamoffensive über die Kreiselternräte dieser Stadt starten. Das ist zumindest mein ganz großes Anliegen, nämlich da sind die Eltern, die sich wirklich, wirklich engagieren und die auch so viel Zeit haben, dass sie neben dem Elternrat auch noch den Kreiselternrat mitmachen können, einfach um da das Wissen nach vorne zu bringen. Es gibt so viele Angebote in Hamburg. Kids for IT beginnt, glaube ich, ab 4 oder 5. Haber Digitalwerkstatt 6 bis 12, wir 11 bis 18, Code und Design 15 bis 20. Auch von der Preisstruktur ist es für jeden was dabei. Und diese Botschaft einfach weiterzubringen, wir haben alle das gleiche Ziel, keiner braucht einen dritten Porsche von uns. Mit dem Ding, was wir machen, wird man nicht reich. Aber es ist jeden Morgen wert, aufzustehen und wirklich einfach weiter nach vorne zu laufen. Und ja, mich begeistert das total. Ich komme aus der Wirtschaft nach 19 Jahren und ich war noch nie so happy wie seit der Zeit, wo ich in der Hackerschool arbeite. Und dieses Programm jetzt dank auch der Unterstützung der Google Impact Challenge und auch der Stadt Hamburg und weiterer Sponsoren, wenn sich hier unbedingt noch jemand findet, national auszurollen, das ist etwas, was wirklich, wirklich begeistert. Vielen Dank. Ich glaube, du hast es geschafft, uns alle zu begeistern. Die Begeisterung ist hier auf jeden Fall, bei mir ist sie deutlich angekommen und meine Töchter müssen auch endlich hin. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Lass uns mal ein bisschen träumen. Ihr habt, du hast gesagt, der Ausgangspunkt war, Hamburg hat ja eigentlich nicht wirklich einen Informatikunterricht. Herr Braus ist, glaube ich, nicht mehr da. Nein, darf jetzt nichts Böses sagen. Nun lass uns träumen, wir hätten Informatikunterricht und wir hätten sogar genügend Lehrer, die es unterrichten. Es wird noch wilder. Bräuchte man euch dann noch oder so wärt ihr dann überflüssig? Ganz pragmatisch gesehen, wenn wir keine Kinder mehr für IT begeistern müssten und das alles schon in der Schule laufen würden und jedes Kind die Chance hätte, einmal eine Zeile kurz zu schreiben, bevor es eine Entscheidung trifft, was es beruflich macht, wir würden uns gerne überflüssig machen. Ich glaube allerdings, dass insbesondere durch das besondere Lernsetting, was wir haben, unter Einbezug der Wirtschaft, unter der Vermittlung, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil die wissen alle, dass die Inspirer vor Ort sind, dass sie das aus Leidenschaft machen und nicht, weil sie dafür bezahlt werden. Ich glaube, in der Kombi ist das eine Botschaft, die schwierig wird, über die Schule zu vermitteln. Und deswegen nehme ich mal an, wir haben noch ein paar Jahre, bis wir überflüssig sind. Das glaube ich auch. Und ich glaube, Schule muss auch gar nicht unterstellen, sondern das, was ihr vorlebt, ist ja eigentlich das, was wir in Schule hineinbringen wollen. Vielen, vielen Dank, Julia. Sehr gerne.